Du möchtest, dass sich deine Zaubertricks verbessern, sie sich immer wieder weiterentwickeln und sie personalisiert für dich sind, sodass sie kein anderer aufführt? Dann bist du hier genau richtig. Hi, ich bin Joe von Enjoy Magic und heute gebe ich dir ein paar Tipps, wie du deine Zaubertricks noch besser machen kannst. In der heutigen Zeit ist es sehr einfach, einen Trick auf den Markt zu bringen. Videos sind schnell produziert und Trailer haben fast schon Spielfilmqualität. Mit dem ersten Tipp werdet ihr etliches an Geld sparen und ich habe lange gebraucht, bis ich das gelernt habe. Kauft keinen Trick, nur um zu wissen, wie er funktioniert. Es ist okay, wenn wir mal einen Trick nicht wissen, wie er funktioniert. Es ist schön, mal verzaubert zu werden. Ich bin so oft gefragt worden, und hat es dich gefühlt? Hat es dich gefühlt? Als du das erste Mal gesehen hast, hat es dich gefühlt? Oder war dir gleich klar, wie es geht? Es ist okay, wie gesagt, einfach mal nicht zu wissen, wie was funktioniert. Lasst euch verzaubern und kauft keinen Trick, nur um zu wissen, wie der Trick funktioniert. Ich habe etliche an Euro ausgegeben, nur um einen Trick zu kaufen, weil ich den Trailer interessant fand, beziehungsweise einfach nur wissen wollte, wie es funktioniert. Und am Ende war ich enttäuscht, weil die Methode überhaupt nicht funktioniert hat. Und ja, das Geld kriegt ihr nicht mehr zurück. Wenn ihr einen Trick kauft, ist in der Regel eine Routine dabei, die ihr 1:1 nachmachen könnt. Aber dann seid ihr nur einer von vielen, der diesen Trick aufführt. Überlegt euch selber, bevor ihr diesen Trick kauft. Passt er zu euch? Habt ihr eine Geschichte dazu oder passt sie zu einem Hobby von euch, das ihr damit verbinden könnt? Denn wenn ihr über euch selber erzählt oder über ein Hobby oder eine persönliche Geschichte, ist es schon mal ganz was anderes und die Leute hören euch mehr zu, weil ihr auch schon ganz anders redet. Es spielt natürlich in erster Linie keine wichtige Rolle, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Aber je mehr sie auf euch zutrifft, umso besser ist es. Wichtig ist natürlich auch das Üben. Je mehr ihr einen Trick übt oder eine Routine übt, umso sicherer seid ihr. Wichtiger ist aber fast noch, dass ihr euch rausgeht und die Routine auf einmal vorführt. Denn Zuschauer sehen manchmal Logikfehler oder erkennen keine Logikfehler, die die Zauberer zum Beispiel sehen oder die eben nicht sehen. Also wir überlegen uns oftmals, macht das überhaupt Sinn, macht das überhaupt Sinn? Aber ein Zuschauer sieht das normalerweise nicht. Geht also am besten in eure Lieblingsbar oder wenn ihr noch zu jung dafür seid, auf dem Skateplatz bei euch in der Nähe. Da sind normalerweise immer die chilligsten Leute, wo ihr es einfach vorführen könnt oder zu eurem Friseur oder ja, wo ihr einfach am liebsten hingeht und führt eure Routinen vor und holt euch das Feedback. Das ist normalerweise Gold wert und ihr werdet lernen, ah, da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Da habe ich mir Gedanken gemacht, aber es bringt gar nichts. Und das hilft euch meiner Meinung nach noch am besten, um eine Routine schön auszuarbeiten. Ihr könnt natürlich auch in Online-Gruppen Feedback holen, wie zum Beispiel unserem Discord-Server. Wir haben da extra eine Sparte eingerichtet, wo ihr eure Videos hochladen könnt und euch Feedback von der Community holen könnt. Wir achten insbesondere darauf, dass das Feedback immer konstruktiv ist und ja, dass da keine Beleidigungen oder sonst irgendwas sind. Der Discord-Server ist kostenlos, denn wir wollen der Zauber-Community die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen und zu vernetzen. Lernt aus euren Fehlern. Es ist unvermeidbar, dass ihr, nachdem ihr mehrere Routinen gemacht habt, ein Zuschauer irgendwann mal irgendwas sieht oder irgendwas macht, was er nicht soll. Nehmt das aber halt eben heran und versucht daraus zu lernen. Warum ist es passiert? Ist es was Einmaliges gewesen? Ist es vielleicht ein betrunkener Zuschauer gewesen, der hingreift, wo er nicht soll? Was könnt ihr machen? Oftmals sind auch genaue, klare Anweisungen ein super Tipp, damit die Zuschauer genau das machen, was ihr wollt. Leg mal deine Hand auf die Karte, damit der Wind sie nicht wegweht. Wirkt schon ganz anders als, kannst du mal bitte deine Hand drauflegen, damit der Wind sie nicht wegweht? Also ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Aber klare, deutliche Ansagen. Bitte den Zuschauer nicht, wenn er klar was machen soll, sondern sagt ihm, leg mal deine Hand drauf, damit der Wind sie nicht wegweht. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnte und schreibt mir auch gerne in die Kommentare eure Tipps, damit die Community davon profitieren kann. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!